Aber wie kriegen wir diesen Hass aus dem Internet? Diesen virtuellen Bürgerkrieg, der seit Monaten in den sozialen Netzwerken tobt, sich ausbreitet, nicht mehr zur Ruhe kommt, diese Unruhe, diese Hysterie. Ich kann meine eigenen Gedanken nicht mehr hören, alles so laut hier. Es ist früh am Morgen und ich liege so da und mein Körper kann sich nicht entscheiden, ob er kämpfen oder sich totstellen soll. Niemand da. Auf meinem Bett liegt mein MacBook Air neben mir. Die Notizen der letzten Nacht. Es gibt historische Zyklen, die sich, wenn sie einmal in Gang gesetzt wurden, nicht mehr stoppen lassen. Den Satz habe ich irgendwo rauskopiert, keine Ahnung mehr wo. Der Fernseher läuft. Lautlos. Ich stelle alles immer auf lautlos. Es gibt mir Abstand. Diese Stille gibt mir Sicherheit. Lässt all diese Bilder nicht so nah an mich heran, in mich hinein. Es bleibt weit weg. Was weit weg ist, soll weit weg bleiben. Was nicht mich und meine unmittelbare Umgebung berührt, soll mir nicht zu nahe kommen. Ich muss eingeschlafen sein. Das MacBook Air hat sich weiter von YouTube-Clip zu YouTube-Clip geangelt und alles aufgerufen an Wut, Widerstand, Bilder des Terrors, diesen aufgebrachten Wir-sind-das-Volk-Menschen. Wie kriegen wir dieses verdammte Chaos wieder geordnet? Wie bekommen wir all diese Verrückten, diese Wahnsinnigen, die jetzt überall die Straßen, die Internetforen, die Fernsehstudios belagern oder sich bei irgendwelchen religiösen oder nationalistischen Hasspredigern, egal welcher Konfession, Handlungsanweisungen holen, wie kriegen wir die alle wieder beruhigt? Das wird alles zu viel. Ich kann das alles nicht mehr ordnen und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich würde ja gern irgendwo irgendwas unterschreiben oder irgendwo mitmachen, um das Gefühl zu haben, dass ich. Ich glaube, ich muss denen allen mehr Liebe geben. Für die da sein. Den zuhören. Mein Kopf ganz sanft auf ihre Schulter legen und zuhören, wenn die sprechen. Nach was sehnen die sich? Was suchen die? Was brauchen die? Was fehlt denen? Wieso haben die denn so entsetzliche Angst? Und wozu die ganze Panik? Und wie kriege ich die alle wieder beruhigt? Wie schaffe ich das? Soll ich mit denen allen schlafen? Das wäre aber auch irgendwie anstrengend. Irgendwas fehlt denen doch allen. Kann ich helfen? Wem? Wie? Was kann ich machen? Ich kann ja mal losgehen und so einen Assyrer oder so kennenlernen, mit dem reden, Zeit mit ihm verbringen, ihn fragen, was er so erlebt hat und was er sich so wünscht und was er sich erhofft hier und ihn zusammenbringen mit diesen Typen aus diesen ganzen Hassposts und vielleicht können wir zusammen also leben, also zusammenleben und uns erzählen, wer wir sind, was uns fehlt, was wir wollen und brauchen und wie wir gemeinsam. Aber ich weiß nicht. All dieser Hass. Es gibt historische Zyklen, die lassen sich nicht aufhalten. Es gibt Räume der Gewalt. Fest verschlossene Räume. Der realen und der virtuellen Gewalt. Und die sollte eine Gesellschaft nie betreten, nie öffnen, denn dann kommt sie dort nicht mehr heraus. Aber ich glaube, wir hier, wir öffnen gerade diese Türen und wir werden sie nicht mehr schließen. Und ich will nicht mehr mit Wut, Empörung und Verzweiflung auf alles um mich herum reagieren. Ich will nicht immer auf jeden Schwachsinn, der irgendwo im Internet gepostet wird, dass ich den tagelang in meinem Kopf bewege. Ich denke an weite, weiße Flächen, Schneefall, ruhig, gleichmäßig. Langsam. Alles friert ein. Irgendwo auf einer weiten, weißen Ebene. Windstille. Kein Mensch.
Langsam zerfällt der Raum. Die Welt ist so laut, ich höre nichts. So schutzlos. Jetzt gerade hier in diesem Augenblick. Eine Angst, wie sie Kinder im Dunkeln anfällt. Eine Ahnung, wie ein Gefühl, wie kurz vor dem ersten, wie kurz vor dem Ausbruch des... Nein. Es wird wieder gut. Alles wird wieder gut. Es ist nur ein kurzer Windstoß, eine kurze Erregung. Es kommt alles wieder zur Ruhe. Alles.